So Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Modern Combat 5 Video und zwar mit der neuen SLS 3. Die SLS 3 ist die Tier 1 Waffe der neuen Kopfgeldjäger-Einheit und diese Klasse muss man normalerweise frei kaufen, doch ich habe sie gratis von Gameloft bekommen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Gameloft und ich dachte mir, ich tue jetzt zu jeder dieser Waffen von dieser Einheit, da diese Einheit 7 neue Waffen hat, also 7 eigene Waffen hat, tue ich zu jeder Waffe so ein kleines Gameplay bringen und zum Schluss dann einfach mal so meine Meinung dazu sagen. Diese Waffe hier ist eine Burst-Waffe, das heißt, sie schießt, ich vermute mal, 3 Schüsse. Und ihr seht diesen weißen Pfeil, wenn man auf einem Gegner ist und wenn man diesen Pfeil dann auflädt und abdrückt, also aufgeladen ist er, wenn dann, wenn diese Leiste links und rechts, wo auch diese Totenköpfe dran sind, rote werden, dann ist die Leiste aufgeladen, dann müsst ihr einen Burst abgeben und der Gegner ist tot. Jedenfalls fast immer, man kann zwischendrin auch schon abfeuern, aber das ist dann natürlich nicht so genau. Wenn ihr genau in der Mitte seid, dann trefft ihr den Gegner trotzdem. Also die Waffe gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt schon relativ gut. Ich spiele jetzt zum ersten Mal und wollte euch einfach mal so mitnehmen. Was mich interessieren würde, wenn jetzt 3 Gegner oder so nebeneinander stehen, ich alle 3 anvisiert habe, ob er dann alle 3 killt. Ihr habt gerade gesehen, ich habe ihn getroffen, leider nicht gekillt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Reichweite jetzt ist. Ich will meine Bewertung auch nicht anhand der Statistik abgeben. Ich will euch einfach nur nach diesem Gameplay sagen, wie ich die Waffe so finde. Tut mir leid wegen meiner Stimme jetzt. Ich bin etwas krank und höre mich dann wahrscheinlich etwas komisch an, aber ich denke, so schlimm sollte das nicht sein. Hauptsache meine Stimme kackt nicht ab. Und, ja. Ich finde die Waffe irgendwie sehr lustig, vor allem, da es eine Waffenart ist, die es davor noch nicht so gab, also mit diesem Anvisieren. Ich spiele jetzt auch jeder gegen jeden, das heißt, ich kann die Fähigkeit dieser Bounty Hunter Klasse, dieser, Kopfgeldjäger-Klasse nicht ausnutzen, das heißt mit diesem Kopfgeld, das ich durch Kills sammle, Streaks einsetzen, aber ist mir auch relativ egal, da ich euch nur die Waffen vorstellen möchte. Ihr braucht jetzt auch keinen so guten Score zu erwarten und ich merke gerade, es sind relativ wenige Gegner hier drin. Da ist jetzt noch einer beigetreten, aber ich denke, um euch einfach mal so zu zeigen, wie die Waffe so funktioniert, ist es eigentlich ganz gut, dass nicht so viele Leute hier drin sind. Und ja, zum Christmas-Update möchte ich jetzt eigentlich kein wirkliches Review machen, da ich jetzt eh relativ spät dran sein würde, da ich die ganzen Informationen, da ihr die ganzen Informationen ja eh schon über andere YouTuber bekommen habt, da bin ich mir ziemlich sicher, deshalb möchte ich da kein ausführliches Review machen, habe ich eigentlich ja noch nie gemacht, ist nicht so mein Ding und ich möchte euch einfach nur die neuen Waffen vorstellen, das ist so das, was mir besser gefällt, was heißt vorstellen, ein wirkliches Vorstellen ist es ja nicht, ausprobieren und dazu meine Meinung sagen, das ist es eigentlich eher. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Waffe haltet. Die meisten von euch werden sie wahrscheinlich noch nicht haben. Aber so jetzt vom Sehen hier in diesem Gameplay oder in anderen Videos, könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr von der Waffe haltet. Und ich finde sie sehr interessant, macht Spaß damit zu spielen. Man kann auch relativ gut rasieren, aber OP würde ich sie nicht nennen. Also ist jetzt meine Meinung. Ist natürlich jedem selbst überlassen, vielleicht sieht es jetzt so aus, aber solange man halt eben nicht anvisiert hat mit diesem Teil jedenfalls. Außer natürlich, ihr steht direkt vor dem Gegner, dann könnt ihr auch so abdrücken und dann trefft ihr ihn wahrscheinlich. Aber wenn ihr, wie jetzt in dieser Situation zum Beispiel, hätte ich ihn jetzt mit einer anderen Waffe, hätte ich ihn eigentlich vielleicht bekommen gehabt. Es ist halt so, dass ihr, ja, nicht so schnell seid mit dieser Waffe, sage ich einfach mal. Es macht aber Spaß damit zu spielen und das ist, denke ich mal, das, was eine Waffe machen soll. Und was mir auch aufgefallen ist, hat jetzt nichts mit der Waffe zu tun, aber seit dem Update läuft es bei mir auf dem iPad wieder etwas flüssiger. Was heißt etwas flüssiger? Es läuft wieder 100% flüssig. Alter, ich finde es so mega geil, wenn auf die Entfernung, wenn man auf die Entfernung einfach perfekt trifft, wenn die Gegner... Oh, oh, jetzt habe ich vergessen nachzuladen, wenn der Gegner anvisiert wurde. Und, ja, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Ach so, ja, genau. Seit dem Update, finde ich, gibt es gar keine Lags mehr. Ist auf Android, denke ich mal, wieder genau andersrum. Aber auf iOS ist es so, dass es irgendwie keine Lags mehr gibt. Also wenn Leute beitreten, dass es dann diese komischen Lags gibt, die es davor gab. Ist jetzt nicht mehr so, finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe gerade eben den Gamer Freak in der Runde getroffen, war Level 120, so wie er auch normal ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er ihm jetzt beigetreten ist, weil er spielt ja normalerweise auf Android. Deshalb, vielleicht gibt es ja jetzt Cross-Plattform, aber das würde eigentlich angekündigt, das hätte angekündigt sein müssen. Sowas Großes wird normalerweise angekündigt oder irgendjemand hätte es vor mir rausfinden sollen. Wahrscheinlich war das jetzt so ein Zufall, dass mir da einer beigetreten ist, der genauso seinen Namen genauso schreibt wie Gamerfreak in MC5 auf Android und auch Level 120. Ist auf jeden Fall ein sehr
komischer Zufall. Und das Burst-Feiern ist hier bei dieser Waffe, finde ich, echt gar nicht so schlimm wie bei der K200, beziehungsweise es macht mir eigentlich nichts aus, weil das Ding ja automatisch anvisiert und man Visieren und Schießen nicht gleichzeitig machen muss, weil man ja so einen riesen Fadenkreuz hat, sage ich einfach mal. Und bei der K200 ist es ja so, dass man wie bei den anderen Sturmgewehren genau auf dem Gegner drauf sein muss. Und ich finde, das haben die sehr gut gelöst, haben die sich eigentlich relativ gut einfallen lassen, das mit dem Burst-Feiern, dass die Waffe noch etwas abgeschwächt wird, sage ich mal. Aber dass das Burst-Feiern keinen wirklichen Nachteil bringt. Ich spiele sie jetzt hier auch in der normalen Variante. Ich habe sie auch in Pro bekommen, aber in Pro war sie auf jeden Fall schlechter. Ich weiß nicht mehr genau, was schlechter war, aber sie war schlechter, finde ich. Deswegen habe ich jetzt die normale Variante genommen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir mal eine Bewertung da. Schreibt eure Meinung zu der Waffe in die Kommentare. Ich gebe euch jetzt mal kurz so meine Meinung. Habe ich eigentlich schon während dem Video gesagt. Ich finde die Waffe interessant. Es macht Spaß, damit zu spielen. Aber ich finde sie auf jeden Fall nicht OP. Und ja, dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nice. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.